Liebe Genossinnen, liebe Genossen, es ist mir eine große Freude, heute und hier zu kandidieren. Allerdings sind wir so im Arbeitsmodus, dass ich gar keine Zeit habe, auch eine persönliche Bilanz zu ziehen. Weil ja, es gibt was Neues und es stimmt. Es gibt eine Einigung mit Finanzsenator Nussbaum zum ÖBS. Es waren schwierige und zähe. Ja, vielen Dank. Es waren schwierige und zähe Verhandlungen und ich gehe davon aus, dass wir nun mit der Bürgerarbeit zu ÖBS-Bedingungen beginnen können. 2.200 arbeitslose Berlinerinnen und Berliner können starten. Sie bekommen 1.300 Euro monatlich für 40 Stunden Arbeit und Verträge für 3 Jahre. Und sie werden unsere soziale Stadtgesellschaft stärken und sich selbst. Mit dieser Einigung können wir den ÖBS verstetigen. Wir werden am Ende des Jahres bei 5.000 Förderfällen sein. Und das können wir auch sichern für die Jahre 2012 und 2013. Das ist Bestandteil der Einigung. Wir sind derzeit bei 5.600 Förderfällen und haben Landesmittel für 7.000 Förderfälle. Wir können diese aber nicht realisieren, weil die Bundesregierung für Berlin in diesem Jahr beginnend mit minus 200 Millionen an der Arbeitsmarktpolitik spart. Und sie wird diese Tendenz in den nächsten Jahren fortsetzen. Das heißt, wir haben keine Basisfinanzierung, an das wir unser Projekt sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, also gute Arbeit, aus dieser Basisfinanzierung zu machen, indem wir Landesmittel hinzugeben, andocken können. Das heißt, es stimmt, wir leisten einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, aber gleichzeitig stabilisieren und konsolidieren wir unser Erfolgsprojekt ÖBS und zwar auch für die nächsten Jahre über die Legislaturperiode hinweg. Und ich finde, das ist ein gutes Ergebnis. Die Bilanz der Linken in Berlin ist gut. Berlin hat uns und wir haben die Stadtgesellschaft geprägt. Unter der Überschrift Gute Arbeit ist es hier schon gesagt worden, knapp 120 sozialversicherungspflichtige neue Beschäftigungsverhältnisse, eine Dynamik an Aufbau, die die anderen Bundesländer nicht hinbekommen haben und vermutlich auch nicht hinbekommen werden. Ein zweiter Stichpunkt, erfolgreicher Kampf gegen Lohndumping. Die Scheingewerkschaft CGZP ist nicht tariffähig. Da hat die Linke in Berlin gemeinsam mit Verdi einen Nutzwert für die ganze Bundesrepublik bewiesen. Mindestens 200.000 Leiharbeiter bundesweit werden bis zu 5 Euro pro Arbeitsstunde Rückzahlung für 3 Jahre bekommen. Und das ist ein Riesenerfolg, den wir dorthin bekommen haben. In Berlin sind mindestens 10.000 Leiharbeiter und ehemalige Leiharbeiter beschäftigt. Und ich möchte das, obwohl der Sachverhalt kompliziert ist, wir das hinaustragen auch in den Wahlkampf und auch in die Bilanz der letzten Legislaturperiode. Ob Gemeinschaftsschule, Abschaffung der Hauptschule, Einführung eines Unterrichtsfaches, Ethik, es verlief immer ähnlich. Wir haben aus unseren Ideen Konzepte gemacht, sie mit der Stadt diskutiert. Wir waren auch bereit, uns zu korrigieren. Dadurch sind die Projekte nicht schlechter geworden. Und am Anfang war es oft so, dass Skepsis, eine Mehrheit dagegen war, dass es Ängstlichkeit gab und dass es auch Projekte gegen einen gefühlten Mainstream waren. Von der Idee zur Veränderung, gern auch durch eine Volksabstimmung, wie beim Unterrichtsfach Ethik, von einer Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner bestätigt, hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß, ihr wünscht euch öfter solche Überschriften wie die Wasserbetriebe sind keine Fischfabrik und klare Ansagen, wie ihr sie heute auch noch mal gehört habt. Ich sage euch, das ist eher die leichtere Übung.
Und natürlich hat der Koalitionspartner mit weniger Projekten, weniger Ideen und Konzepten und auch weniger Mühe bei der Umsetzung dieses weniger mehr Zeit, die Projekte des Koalitionspartners, also unsere, zu kritisieren, kritisch zu hinterfragen und mitunter auch zu torpedieren. Aber wir haben mit konzentrierter Sachlichkeit und in einem solidarischen Miteinander viel erreicht. Und ich finde, wir sollten daran, an dieser Art, nichts ändern. Und ja, wir können besser mit den Schwächen der SPD umgehen als die SPD mit unseren Stärken. Und deshalb freue ich mich auf die Auseinandersetzung, auf den Wahlkampf. Ich möchte, dass wir das mutig, stark, sozial und gelassen tun. Dann werden wir Erfolg haben. Vielen Dank. Carola, gibt es Fragen oder Bemerkungen zu Carola, an oder zu Carola? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei Carola und ich bitte...